Gruppenphasen in der Jugendarbeit. Ein loser Haufen von Menschen muss immer erst zu einer Gruppe zusammenwachsen. Wie schon erwähnt, ist dazu ein gemeinsames Ziel wichtig. Wenn die Gruppe erkennt, dass dieses Ziel gemeinsam besser erreicht werden kann, als wenn jeder alleine losstartet, ist schon viel gewonnen. Jede Gruppe muss einen guten Weg finden, damit Zusammenarbeit und Zusammenleben gelingen kann. Und damit das auch für alle Spaß macht. Dazu braucht es Vereinbarungen, Normen oder Regeln, an die sich alle Mitglieder halten. In Bayern sagen wir, man muss sie einfach zusammenraffen. Es wird unterschiedliche Rollen in der Gruppe geben und diese sollten für die jeweiligen Gruppenmitglieder auch passen. Und es wird im Laufe der Zeit auch Veränderungen im sozialen Innenleben einer Gruppe geben. Die Wissenschaft hat sich über lange Zeit verschiedenste Gruppen angeschaut, miteinander verglichen und Entwicklungen dokumentiert. Entstanden ist daraus ein Modell, wie sich Gruppen im Laufe der Zeit so entwickeln, das Gruppenphasenmodell. Nach diesem Modell durchleben Gruppen in der Regel 4 verschiedene Phasen. Unser Modell startet am Anfang des Gruppenlebens mit der Orientierungsphase. Darauf folgt die Phase Gärung und Klärung und danach die Zeit der Aktivitätsphase. Am Ende einer jeden Gruppe steht eine Phase der Trennung bzw. der Krise. Die Orientierungsphase. Was passiert in der Gruppe? Wenn sich Menschen zum ersten Mal treffen, bestimmt vor allem Unsicherheit das Gruppengeschehen. Wer sind die anderen? Wie sind die so drauf? Werde ich akzeptiert, so wie ich bin? Manchmal kommt auch Angst oder Misstrauen auf. Meist ist auch der Ort, an dem sich die Gruppe trifft, noch neu und unbekannt. Und auch das schafft Verunsicherung. In der Orientierungsphase ist es für mich als Gruppenleiter wichtig, den Teilnehmern als allererstes das Gefühl zu geben, dass sie willkommen sind, dass sie hier als volle Persönlichkeiten sind und einfach ankommen dürfen und dass man sie ernst nimmt, dass sie quasi nicht das Gefühl bekommen von hier steht eine Person über mir, sondern dass man eine Gruppe ist, die gemeinsam etwas machen möchte. Und dann ist es auch wichtig, dass man aber die Teilnehmer trotzdem beobachtet, einfach mal schaut, wer kann mit wem. Wie laufen die Gespräche ab? Wie handeln die Teilnehmer untereinander? Wie gehen sie miteinander um? Dass man eventuell eben auch Konflikte lösen könnte, falls diese entstehen würden, weil man schon mehr auf die Persönlichkeiten eingehen kann und mehr weiß, wer wie reagieren könnte. Und dieses Ganze fällt quasi unter diesen Überbegriff alles im Blick haben, dass man zu Anfang einfach sich ein Bild von der Gruppe macht. Ganz konkret heißt das, heiße deine Teilnehmer herzlich willkommen. Alle sollen sich wirklich wohlfühlen. Gib Orientierung. Mache Spiele oder andere Methoden, damit sich die Teilnehmer gut kennenlernen können. Euer gemeinsames Ziel sollte sein, in dieser Phase Regeln für die Gruppe und für eure gemeinsame Zeit zu entwickeln. Gärung und Klärung. Was passiert in der Gruppe? Die Gruppenmitglieder kennen sich jetzt schon ein wenig und sie können sich besser einschätzen. Oft gibt es jetzt schon erste kleine Grüppchen von Menschen, die sich sympathisch sind. Es kann sein, dass es zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern Rivalitäten gibt. Das kann die Stimmung in der Gruppe schnell nach unten ziehen. Diese Phase wird oft von Machtkämpfen geprägt. Dabei geht es darum, wer die Führung innerhalb der Gruppe hat. Es werden Grenzen ausgetestet und auch die Jugendleiterin oder der Jugendleiter kann dabei massiv in Frage gestellt werden. Die zweite Phase Gärung und Klärung gestaltet sich für mich als Gruppenleiter sehr intensiv und spannend, weil sich hier auch rauskristallisiert, inwiefern die Gruppe auch auf längere Sicht zusammenhält und zusammenarbeiten kann. Und dabei ist es eben wichtig, Spielregeln aufzustellen und auch einen Rahmen für die Teilnehmer zu schaffen. Da es auch in dieser Phase zu hitzigen Konflikten und Diskussionen kommen kann, auch wie die Rollen in den Gruppen verteilt werden. Und dabei ist es eben wichtig, dass man einfach für die Gruppe da ist, sie begleitet und sie vor allem nicht alleine lässt, eben in diesen Konfliktlösungsprozessen.
Hierbei kann es auch oftmals zu negativen Stimmungen auch gegenüber mir als Leiter kommen. Und diese Situation ist einfach wichtig auszuhalten, durchzustehen und einfach nicht locker zu lassen und trotzdem weiter zu begleiten. Ganz konkret heißt das, Konflikte müssen jetzt auf einem guten Weg geklärt werden. Alle Regeln müssen klar formuliert sein. Aktionen in den Konkurrenzkampf gut begleiten, sind jetzt sinnvoll. Achte darauf, dass jedes Mitglied sich mit den individuellen Stärken einbringen kann. So gelingt diese Phase. Die Aktivitätsphase. Was passiert in der Gruppe? In dieser Phase verstehen sich die Gruppenmitglieder sehr gut miteinander. Für jeden sind die gemeinsamen Regeln klar und man hält sich dran. Auch die Rollen innerhalb der Gruppe sind gut verteilt und passen für jeden. Jeder wird akzeptiert, so wie er oder so wie sie ist. Die Gruppenmitglieder haben zueinander eine gute, vertrauensvolle Beziehung. Und wenn doch mal etwas nicht passt, dann kann das Problem sehr gut gemeinsam gelöst werden. Die Gruppe erkennt, was sie im Gegensatz zu anderen Gruppen auszeichnet und was sie vielleicht auch richtig stark macht. In dieser Phase ist die Gruppe am produktivsten. Sie muss sich nicht mehr um sich selbst drehen, sondern sie hat viele Freiräume für interessante Projekte und für tolle Abenteuer. Die dritte Phase, also die Aktivitätsphase, ist die entspannteste für mich als Gruppenleiter, weil ich mich hier einfach zurücknehme und die Gruppe machen lasse und ist deshalb eben auch die aktivste Phase für die Gruppe. Hier ist es wichtig, den Teilnehmern auch bewusst Aufgaben an die Hand zu geben, die sie selber und auch gemeinsam meistern können. Somit wird auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, weil es natürlich eine tolle Erfahrung ist, ein tolles Erlebnis ist, wenn man Aufgaben gemeinsam stemmt, gemeinsam löst und einfach als Gemeinschaft fungieren kann. Konkret heißt das, dass du der Gruppe in dieser Phase viel Raum geben kannst. Du nimmst dich selbst als Leitung zurück. Die Gruppe kann und will Verantwortung für sich selbst übernehmen. Du als Leitung gibst jetzt nur noch steuernde Impulse. Trennungsphase oder Krise? Was passiert in der Gruppe? Schade, dass das nicht immer so weitergeht. Das wäre jetzt ein typischer Satz für diese Phase. Viele Gruppen erleben irgendwann eine Existenzkrise. Gruppenziele, Strukturen oder auch die Mitgliedschaft einzelner Teilnehmer oder Teilnehmerinnen werden dann kritisch hinterfragt. Gruppen bröckeln auseinander. Die Treffen sind schlecht besucht oder es kommt zu Streitigkeiten. Entweder gelingt es der Gruppe jetzt, sich neu zu orientieren, also neue Ziele und neue Strukturen zu finden, oder die Gruppe löst sich auf. Jede Gruppe kommt aber ganz sicher einmal an ihr Ende, weil vielleicht die Ferienfreizeit vorbei ist oder das gemeinsame Projekt einfach erledigt ist. Das erleben die Mitglieder mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Man ist glücklich über die gemeinsame Zeit und alles, was man gemeinsam erreicht hat. Andererseits drückt das Ende und der bevorstehende Abschied auf die Stimmung. In der letzten Phase, also in der Trennungsphase, spielt vor allem der Faktor Zeit eine große Rolle, denn diese Phase darf Zeit brauchen und sie braucht auch ihre Zeit, denn es ist mindestens genauso wichtig, einen schönen Abschluss zu finden, wie auch einen schönen Anfang zu haben miteinander. In der Phase können auch viele Emotionen hochkommen, vor allem bei den Teilnehmern, und diese Emotionen müssen ihren Platz finden und dürfen auch ihren Platz finden, denn alle müssen irgendwie aufgefangen werden, alle müssen ja, vielleicht nochmal alles Revue passieren lassen, sich selber nochmal in der Gruppe finden, sich selber nochmal erleben, wie es denn war. Wichtig ist aber auch, dass man seine eigenen Emotionen als Gruppenleiter nicht außer Acht lässt, denn man hat ja mit der Gruppe eine Zeit durchgemacht und es ist auch in Ordnung, wenn man selbst eine Emotion hat, die rausgelassen werden muss und rausgelassen werden darf. Dabei können auch Abschlussrituale eine große Hilfe sein, einfach nochmal den wichtigsten Moment in der Gruppe zu fassen oder ja, sich selber irgendwie nochmal klar zu machen, was war denn wirklich die Zeit in der Gruppe, was haben wir erlebt, was war gemeinsam. Ganz konkret, gestalte jetzt einen schönen Abschluss. Jetzt ist auch die Zeit, um auf Erlebtes zurückzublicken. Auch eine Auswertung und ein Feedback machen jetzt am Ende Sinn. Wichtig ist,
dass du bereits frühzeitig das Ende ankündigst. Manchmal lohnt es sich, bereits am Anfang einer Ferienfreizeit darauf hinzuweisen, dass das Ende sicherlich kommen wird. Dieses Gruppenphasenmodell kann helfen, besser zu verstehen, wie sich eine Gruppe entwickelt. Aber Achtung, es ist nur ein Modell und es kann manchmal auch gar nicht passen. Du kannst mit diesem Modell aber ganz gut planen. Eine Zeltlagerwoche zum Beispiel lässt sich sehr gut anhand der Phasen gestalten. Interessant ist noch ein weiterer Gedanke. In der Theorie durchlaufen Gruppen diese Phasen immer, wenn sie zusammenkommen. Bei regelmäßigen Gruppenstunden gibt es also quasi zwei Durchläufe. Im Kleinen bei jeder einzelnen Gruppenstunde und im Großen über das ganze Gruppenleben hinweg.